Hallo, meine lieben Freunde der guten Unterhaltung. Ich habe euch schon wieder ein Hörspiel mitgebracht. Heute ist Samstag, das heißt, heute ist Kakerlaken-Party-Tag. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Anrufe aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was für netten Leuten wir es da am Telefon zu tun haben. Ja. Hallo Herr Trüger, Jenny Arndt von der DBG, den Herrn Bert Trüger am Telefon. Ja. Super, wir melden uns derzeit bundesweit von der DBG bei allen Arbeitnehmern, die in Vollzeit oder in Teilzeit angestellt berufstätig sind. Und zwar geht es da um Ihren Anspruch auf staatlichen Zuschuss, den Sie ja jetzt jährlich nochmal über das Finanzamt erhalten. Steuerpflichtig angestellt sind Sie, Herr Trüger, oder? Ja. Das ist gut, weil dann betrifft Sie ja die Gesetzesänderung auch. Das haben Sie aber bestimmt mal in der Lohnabrechnung gesehen oder so mal in den Medien gehört, dass jeder Arbeitnehmer eben diesen Zuschuss auch bekommt. Das sind pro Berufsjahr 20% auf die 480 Euro vermögenswirksame Leistung, die Sie über Ihren Lohn, über Ihren Arbeitgeber beziehen. Mhm. Das sagt Ihnen schon was, dass Sie das beantragen dürfen? Nö. Nö? Okay, also das gibt's schon lange. Das ist diese VWL, VWL Gesamt steht ja in der Abrechnung. Das ist immer so ein gleichbleibender Geldbetrag von 40 Euro im Monat, den der Arbeitgeber im Rahmen der Gehaltszahlung monatlich abführt. Übrigens bis zu 100% noch übernehmen kann. Und die werden dann direkt in die staatlich geförderte Sparanlage, in das Produktivsparen auf ihren Namen eingezahlt. Aha. Da haben wir am Jahresende, klar, 12 mal 40, diese 480 Euro, immer am Jahresende VWL in der Sparanlage liegen. Da werden Sie im Grunde ja belohnt vom bei Ihnen Finanzamt Neukölln. Die zahlen Ihnen jährlich auf diese 480 Euro 20%. Immer rund 100 Euro Zuschuss für Sie haben oder nicht haben. Sind unterm Strich am Jahresende ja ca. 600 Euro steuerfreies Einkommen. Zusätzlich zum Lohn und das Ganze pro Berufsjahr. Würde ich mal sagen, gerade in den jetzigen Zeiten sollte man das nicht verschenken, Herr Trüger, ne? Ja, wenn es was gratis gibt. Würde ich immer nehmen, vor allem das bekommen jetzt nur Arbeitnehmer, wie gesagt, nur Voll- und Teilzeit. Habe ich Ihnen das denn soweit gut erklärt oder haben Sie da Fragen? Ja, weiß ich nicht. Was habe ich denn davon? Sie haben immer diese rund 100 Euro am Ende des Jahres einen Zuschuss, den Sie ja im Grunde vom Staat geschenkt bekommen, wenn Sie das so sehen. Den Zuschuss, klar, bekommt man jetzt nicht einfach so, ne, aufs Konto, sag ich mal, sondern den muss man selbstverständlich beantragen. Das ist genauso wie mit, sag ich mal, Corona-Hilfen oder Wohngeld, Kindergeld, ne, da gibt's ja mehrere Sachen, das kennen Sie ja alle. Mhm. Diesen Antrag, den muss man aber nicht mehr wie früher jedes Jahr aufs Neue stellen, sondern den muss man jetzt tatsächlich noch einmalig stellen. Und zwar bekommen Sie den Antrag gleich direkt von mir, digital und online. Der wird online auch bewilligt. Und dann haben Sie 19 Jahre lang einen gesetzlichen Anspruch auf die Sonderförderung. Mhm. Also ich sage mal 19 mal knapp 600 Euro, da kann man sich, glaube ich, ein paar Wünsche mit erfüllen, würde ich sagen. Ja. Genau. Das Beste eigentlich ist für Sie, dass Sie das auch wissen, Sie müssen jetzt nicht wie früher bis zur Rente warten, um an das Geld zu kommen, sondern da können Sie von Jahr zu Jahr entscheiden, ob Sie Ihr Geld in der Sparanlage liegen lassen. Oder ob Sie sich auch zwischendurch einen Teilbetrag davon auszahlen lassen möchten. Das ist auch Ihre Entscheidung. Dazu Fragen, Herr Trüger? Nö. Okay, dann der Ablauf ist so, dass Sie jetzt von mir den Antrag schriftlich ausgefüllt per SMS erhalten. Mhm. Wie gesagt, der wird dann direkt online bewilligt. Dann bekommen Sie und der Arbeitgeber innerhalb von 2 bis 3 Werktagen die schriftliche Bestätigung, dass natürlich der Zuschuss gewährt wird. Ja, und bei der nächsten Lohnzahlung im November haben Sie die ersten 40 Euro mit auf der Abrechnung dabei. Mhm. Das wäre der Ablauf. Dann machen wir das doch für Sie fertig, oder? Mhm. Okay, dann habe ich jetzt Bert Trüger. Ja. Haben Sie noch einen zweiten Vor- oder Nachnamen? Nee. Okay, im Braunschweiger Weg 77. Mhm. 12055 in Berlin. Mhm, genau. Sie haben heute auch Feiertag oder heute nicht? Nee, heute nicht. Also morgen. Also wir haben zum Beispiel morgen, heute haben ja auch viele, deswegen habe ich so gefragt. Mhm. Ja, morgen ist bei uns. Auch morgen. Ist doch auch schön, oder? Würde ich sagen. Ja. Super. Und heute müssen Sie auch noch arbeiten oder nicht mehr heute? Nee, heute arbeite ich nicht. Ich habe Brückentag. Ach, haben Sie ein Glück. Habe ich leider nicht bekommen.
So, dann dürfen Sie mir einmal Ihre E-Mail-Adresse nennen, bitte. Ja, das ist B. B. Punkt, ja. Trüger Okay. und dann @mdcc. Martha Gustav Cäsar Cäsar. Nee, MD, Dora. Ach du, Martha Dora, ne? Und dann Dann, Cäsar Cäsar. genau, und dann Ja. fun.de. Wie Fun, ne? F. Ja, Friedrich genau. Ulrich Nordpol. Punkt. fun.de. Das wird dann aber zusammengeschrieben nach dem Ad, oder? Ja. Okay. Und einmal Ihr Geburtsdatum, bitte. Das ist der 18.07.94. 18.07.94, okay. So, dann, Sie sind noch in der Steuerklasse 1 oder sind Sie geschieden, verheiratet, weiß ich Nee, nicht. in der 1. Kinder mit in der Steuerklasse? Mhm. Okay. Und der aktuelle Arbeitgeber, wer ist das denn? Brauchen Sie das? Genau, weil der wird ja angeschrieben natürlich. Der bekommt ja dann auch die Post, dass eben der Zuschuss gewährt ist. Und der muss das ja im Grunde über die Lohnabrechnung auch abführen. Das muss ja der Arbeitgeber machen. Ach so. Ja, dann ist das die Google Inc. Google INC, ne? Hm. In Berlin oder wo arbeiten Sie da? In Berlin. Google Berlin. Da hätte ich jetzt Tucholskystraße 2. Ist das der? Ja, das gehört dazu, genau. Da ist jetzt die Buchhaltung. Okay, aber das ist dann der, die auch auf der Abrechnung dann stehen, Ja, oder? genau. Also Google einfach INC, ne? War auch ein schöner Job, oder? Wenn ich das Ja, geht. geht, macht nicht so einen Ach, Spaß. naja, ist halt viel zu Hause, ne? Haben Sie viel Homeoffice, okay? Ja gut, ich sag mal so, zwischendurch denkt man bestimmt da mal auch die Kollegen mal wieder sehen, ne? Oder? Ja, im Moment eigentlich nicht mehr. Nee? Nee, also die Büros werden nach und nach abgeschafft. Also es wird alles auf Homeoffice verlagert. Und das ist, ja gut, das ist auch nicht so meine Welt. Ich meine, manche mögen das ja gerne, aber lass mich doch mal so. Das ist immer das. Naja, aber ich sag mal, besser wie nix, ne, Herr Trüger, oder? Wenn ich das mal so sagen darf. So, Genau. jetzt dürfen Sie mir, weil ich rufe Sie ja auf einer, nee, auf einer Handynummer rufe ich Sie an, oder? Nee, Festnetz. Festnetz, okay, weil ich brauche eine Handynummer von Ihnen, damit ich Ihnen auch das Ganze ausgefüllt schicken kann. Haben Sie eine Handynummer? Nee, da habe ich bloß eine Berufshandynummer. Ein privates habe ich gar nicht. Smartphone haben Sie gar nicht? Na doch, von der Arbeit, aber das kann ich nicht privat nutzen. Ach so. Ich könnte, obwohl doch, ich kann Ihnen das ja über die SMS, über die E-Mail, das könnte ich auch machen. Ja, okay, dann machen wir das da. Okay. Handynummer dürfen wir trotzdem mit aufnehmen oder nicht? Nee, gar nicht denn. Guck mal eben, dass wir das dann. Ich denke mal, Sie sind ja im WLAN, ne? Dass das kein Problem für Sie ist. Genau. Okay. Dann mache ich das per E-Mail, so kleinen Moment. Was nutzen, nee, Betriebssystem brauche ich ja gar nicht fragen, Android oder iOS, Sie haben das ja jetzt gar nicht, über die E-Mail ist das ja uninteressant. So, Moment. PC ist nicht immer so schnell. Aber da habe ich hier einen Trüger, dann können wir das einmal so machen. So. So, die E-Mail ist unterwegs. Müsste jetzt gleich jeden Moment bei Ihnen eintreffen. Ist aber noch nicht gekommen, oder? Weil bei mir rödelt der PC irgendwie noch. Ne, ist noch nichts da. Okay, kein Problem. So, vielleicht hat er noch Wochenende. Das Oder ist dann kann sein. auf den Feiertag eingestellt. Ja, jetzt müsste die E-Mail da sein, sehe ich gerade. Ist ja hier rausgegangen. Ne, aber es dauert ja auch manchmal ein bisschen. Ach, alles gut. Nee, also wie gesagt, schauen Sie in Ruhe. Manchmal, wenn Sie die Adresse nicht kennen, dann landet die ja vielleicht auch im Spam. Das kenne ich ja auch. Vielleicht nochmal aktualisieren. Müsste das ja eigentlich gehen. Ne, ist noch nichts da. Nee? Auch nicht in den Spam-Ordner gerutscht? Okay. Mach nochmal. Aber nicht, das kann jetzt natürlich sein, dass Sie die dann genau zweimal bekommen. Das hatte ich auch schon hier. Wenn ich die jetzt nochmal verschicke. So, tut sich da jetzt irgendwas, wenn Sie das aktualisieren von der MDCCFun, ne? Haben Sie halt .de. Nee, ist noch nichts da. Das kann auch mitunter mal 10 Minuten dauern, bis das kommt. Echt? Ah, okay. Das ist ja dann nicht die beste Verbindung, sagen wir mal, ne? Oder? Das Postfach ist halt hier so voll gemüllt. Ach so, okay, ja gut, ich bin auch manchmal zu faul, was zu löschen. Ich kenne das. Oder haben Sie noch eine andere, eine Alternativ-E-Mail? Nee, weiter habe ich jetzt nichts, außer nur für die Arbeit. Also, ja gut, nee, die Nochmal würde ich jetzt separat. nicht, dass Sie da Ärger bekommen, ne? Nee, Also ist noch das nichts darum. da. Wenn nicht, dann gucke ich da später nochmal rein.
Okay, nur dann ist das so, wenn Sie das gleich bekommen, dann sind Sie im Grunde über den Link direkt bei mir auf dem Bildschirm. Dann sehen Sie im Grunde Ihre Daten. Ne, dann können Sie ja sehen, Ihre Daten, die des Arbeitgebers. Dann zeige ich Ihnen auch, das ist also alles möglich, über den Link auch gerne nochmal eine Musterlohnabrechnung, wie das dann bei Ihnen beim nächsten Gehalt aussieht. Ne, wo Sie das überhaupt finden, dass Sie das auch schon mal wissen. Wo Sie zum Beispiel Daten ändern können, das kann ich Ihnen gleich alles zeigen, ne, wenn Sie das einmal geöffnet haben. Ach so, aber ist noch nicht da bis jetzt. Okay, also Sie sagen ja, das dauert manchmal nur so 10 Minuten, ne, oder? Genau. Was ich jetzt natürlich machen kann, das ist ja auch kein Problem, dass ich Sie nochmal in 10 Minuten anrufe. Ja, dann probieren wir es so. Ne? Dann können Sie in Ruhe gucken und dann machen wir das gleich weiter, ja? Supi, dann bis gleich, Herr Trüger, ja? Jo. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Mario Kart. Herr Kart, ja. Schönen Tag, Herr Kart. Das ist die Neumayer Account Managerin von der Handelsplattform. Sie haben sich bei uns registriert. Stimmt das? Weiß ich nicht. Woher soll ich denn das wissen, ob das stimmt? Wie bitte? Es geht um Onlinehandel. Aha. Wie haben Sie das Interesse an Onlinehandel, ja? Wie meinen Sie das? Wie bitte? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Ihre persönliche Account-Managerin Lena Meyer. Mhm. Ich kann Ihnen erklären, wie es funktioniert, okay? Was denn? Okay, also Onlinehandel funktioniert ganz automatisch. Mhm. Also das bedeutet, dass automatisches Computerprogramm, das mit Hilfe mathematischer Algorithmen den Finanzmarkt analysiert, wählt die besten Trades aus und schließt diese ab. Das Geld wird in verschiedene Wirtschaftsgüter investiert, Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe. Also mit einem Wort kann man sagen, es funktioniert durch den Roboter. Und da alles automatisch läuft, braucht man dazu nicht so viel Zeit, nicht große Erfahrungen. Sie kontrollieren nur Ihr Kontostand, die Gewinne, den Verlauf. Ja, aber Sie werden nicht allein nur mit dem Roboter. Sie bekommen von uns Ansprechpartner, das heißt Finanzanalytiker, Finanzberater. Es ist natürlich kostenlos. Nach der Kontoaktivierung ruft er Sie an, macht für Sie die Einstellungen, schaltet den Handel ein und begleitet Sie Schritt für Schritt. Ja, beantwortet Aha. alle Ihre Fragen und sagen Sie bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee. Keine Erfahrungen, ganz neu, also wie die Mehrheit unserer Kunden, ja. Aber zuerst muss man Ihr Handelskonto aktivieren. Dazu bin ich hier, ja. Dann weiter arbeiten Sie mit Ihrem persönlichen Finanzanalytiker. Und was bedeutet aktivieren? Also man muss etwas auf Ihr Handelskonto haben, um zu starten. Das heißt, Sie verdienen Gewinne von Ihrem Betrag auf Ihrem Handelskonto. Und die technische Grenze bei erster Einzahlung ist von 250 Euro bis 1.000 Euro. Also 250, das ist der minimale Betrag, mit dem Sie starten können. Und Sie sollen verstehen, dass Sie nichts bezahlen, ja, Sie kaufen nichts. Sie überweisen Ihr Geld auf Ihr Handelskonto auf der Handelsplattform, Aha. damit Sie von Ihrem Betrag Gewinne verdienen. Also natürlich, Ihre Gewinne verdienen von Ihrem Betrag. Ja, also es gibt drei Möglichkeiten, den Betrag wählen auf der Handelsplattform. Dort steht ja Standard, ja, oder Premium oder VIP, also 250 oder 500 oder Maximum 1000, um Ihr Handelskonto zu aktivieren. Und auch Ihre Gewinne natürlich hängen von der Flüchtigkeit am Finanzmarkt, aber Sie verdienen natürlich ja immer. Also einmal können Sie mehr, einmal weniger verdienen, ja. Sehen von der Flüchtigkeit am Finanzmarkt und wie Sie das Ihr Geld investieren, ja? Und auch den Zugang zu Ihrem Konto. Wie bitte? Wie viel Geld kann man da verdienen? Nicht sehr gute Verbindung, wiederholen Sie bitte nochmal. Und wie viel Geld kann man da verdienen? Wie viel Geld kann man verdienen, ja? Ja. Also monatlich haben Sie die Möglichkeit von 30% oder sogar mehr zu verdienen. Also es läuft wie Deposit bei der Bank, ja? Die Kunden haben ihr eigenes Konto und verdienen Prozenten. Aber bei uns können Sie viel mehr als bei der Bank verdienen. 30% monatlich oder sogar mehr. Also Ihr Finanzberater stellt mit Ihnen zusammen den sogenannten, ja, also Fortschritt, ja, Finanzmarkt. Und wählt die besten Trades aus. Und da alles automatisch läuft, der Roboter wählt auch die besten Trades am Finanzmarkt aus.
Und das Wichtige ist, dass Ihr Geld und Ihre Profite können Sie jederzeit auszahlen lassen. Das können Sie gerade selbst in Ihrem Account tätigen oder natürlich mit Hilfe Ihres persönlichen Finanzberaters. Und den Zugang zu Ihrem Konto werden nur Sie haben. In Einstellungen ändern Sie das Passwort, ja, und alles läuft ganz sicher. Also sagen Sie bitte, haben Sie das Interesse an Onlinehandel hier? Haben Sie vielleicht Fragen? Was muss ich denn da machen? Also zuerst muss man Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Man muss Ihr Handelskonto, was soll ich aktivieren, ja? Mit dem minimalen Betrag oder dem maximalen, also Ihrem Wunsch nach, ja? Die technische Grenze, ich habe schon gesagt, ist von 250 bis 1.000. Aha, also und was Ihr ist da am besten? Ja, Ihr Erstdeposit können Sie per Kreditkarte oder Banküberweisung tätigen. Mit der Kreditkarte geht es gerade und sofort auf der Handelsplattform. Ja. Und auf die Banküberweisung braucht man natürlich ein paar Arbeitstage warten, bis das Geld auf Ihr Handelskonto kommt. Aha. Na, sagen Sie bitte, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Welcher ist denn da am besten? Das kann ich nicht Ihnen empfehlen, ja, Ihrem Wunsch nach. Also es hängt, wie viel verdienen Sie können, ja. Man kann mit 250 starten oder mit 500 oder mit 1000, mit 1000. Und was macht man da am besten? Wie bitte? Am besten? Was macht man da am besten? Also das kann ich nicht Ihnen empfehlen. Also Ihrem Wunsch nach. Ihrem Wunsch nach. Also natürlich, je größer Betrag natürlich verdienen Sie, desto größer. Aber das kann ich nicht empfehlen. Man darf nicht empfehlen. Das ist Ihr Geld und das ist Ihr Handelskonto und Sie überweisen so viel, so viel ich verdienen möchte. Ja, aber dann weiter arbeiten Sie mit Ihrem persönlichen Finanzberater und ich bin nur die Account Managerin. Ich helfe Ihnen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Also? Ich weiß ja nicht, was da gut ist. Wie bitte? Ich kenne mich ja da nicht so aus. Hallo? Ja, hallo? Okay, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Wahrscheinlich, welcher Betrag so gut ist, was man da am sinnvollsten einsetzt. Wie bitte? Was? Wiederholen Sie bitte nochmal. Ich höre nicht jedes Wort. Nicht jedes? Welche Wörter hören Sie denn? Vielleicht sind Sie weit von Ihrem Handy. Nee, habe ich an der Backe kleben. Okay, jetzt ist besser. Ja, also... Ich rufe Sie vom Büro an, ja? Von einem Büro? Ja. Von welchem denn? Also unser Büro befindet sich in London. In London? Ja. Wie ist da das Wetter? Wie bitte? Wie ist da das Wetter? Hallo? Ja, hallo? Entschuldigen Sie bitte, nochmal. Wie ist denn da das Wetter? Das Wetter, also am Morgen... War es regnerisch und jetzt weiß ich nicht. Ach so, keine Fenster? Jetzt weiß ich nicht. Ich bin schon lange bei der Arbeit. Ach so, seit wann denn? Hallo, was machen wir weiter? Haben Sie das Interesse an Onlinehandel, Herr Karp? Na klar. Okay, mit welchem Betrag möchten Sie starten? Dann würde ich mal mit 25 Euro anfangen. Mit dem Minimalen. Also, dann habe ich verstanden. Also, ich kann das nicht Ihnen empfehlen, ja, aber wie die meisten Kunden, vielleicht, wenn Sie keine Erfahrungen haben, dann natürlich nicht gut. Beginnen Sie mit dem minimalen Betrag und dann verstehen Sie, wie es funktioniert. Ja, Sie bekommen die erste Gewinne. Okay. Oder soll ich da einen anderen Betrag nehmen? Und sagen Sie bitte, welche Variante passt Ihnen besser mit Kreditkarte oder Banküberweisung? Na... Weiß ich nicht, kann man da auch mit was anderes einzahlen? Was anderes? Na, mit Bitcoin oder mit Lala-Coin, Dipsy-Coin. Mit Bitcoin, haben Sie Bitcoin-Wallet? Ja. Okay, dann sende ich Ihnen die Adresse. Haben Sie auch PayPal? Nein, PayPal funktioniert im Moment nicht, ja. Aber durch Bitcoin kann man. Ach so, bei BitPay oder... Wie bitte? Oder wie macht man das? Also per Kreditkarte oder Banküberweisung oder mit Bitcoin-Wallet. Okay.
Ja, dann würde ich Klarna benutzen. Wie bitte? Klarna? Was bedeutet Klarna? Na, Klarna, das Bezahlsystem. Okay, sagen Sie bitte, welche Variante passt Ihnen am besten? Per Kreditkarte oder gerade mit Bitcoin-Wallet? Also Klarna nehmen Sie nicht. Wie bitte? Klarna nehmen Sie nicht. Ich verstehe Sie nicht. Na, Klarna. Kann man bei Ihnen mit Klarna nicht bezahlen? Ich verstehe Sie nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Also, ich verstehe Sie nicht. Welche Variante der Klarna. Einzahlung? Was ist kleiner? Klarna, nicht kleiner. Klarna. Müssen Sie mal googeln. Klarna. Also, hier Kart. Ja, Mario Kart. Ich verstehe Sie nicht. Nee, aber warum? Weiß ich nicht. Haben Sie da also einen anderen, Sie bitte, der das versteht? Nein, also, nee. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrungen in diesem Bereich? In welchem? Also, ich starte von an, im Bereich des Finanzmarkts. Ja. Und am Anfang haben Sie gesagt, dass Sie keine Erfahrungen haben. Na, da haben Sie ja gefragt, ob ich Ahnung im Handeln habe. Da habe ich keine Ahnung. Aber im Finanzmarkt schon. Ich habe ja ein Konto bei der Sparkasse. Okay, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer, damit nee. Wir in Kontakt bleiben? Wie das ist eine Festnetznummer. Haben Sie WhatsApp auf diese ja. Nummer? Nee. Nee, und haben Sie überhaupt WhatsApp vielleicht ja. auf einer anderen Nummer? Ja. Und können wir im Kontakt per WhatsApp bleiben? Nee. Nee? Mm. Und warum? Also, ich schicke Ihnen Link oder was brauchen Sie? Aber in WhatsApp macht man doch sowas nicht. Also, wie bitte? In WhatsApp macht man doch sowas nicht. Dann brauche ich Ihnen, also, wenn Sie mit Bitcoin Wallet Ihr Handelskonto aktivieren möchten, dann schicke ich Ihnen Adresse, ja, mit Kreditkarte schicke ich Ihnen Link. Und auch dann später sende ich Ihnen Login-Daten zu Ihrem Account. Also, wir müssen in Kontakt bleiben. Ja, da können Sie doch so lange am Telefon bleiben. Wohin sende ich Ihnen diese Informationen? Können Sie mir doch sagen. Wie bitte? Na, Sie können mir doch die Klarna-Adresse einfach sagen. Von Klarna. Hallo? Ja, bitte. Ja. Herr Steiner, wie geht's? Ist dir alles gut? Entzückend. Freut mich. Mein Name ist Jon Meyer und ich bin ein Finanzagent. Also, ich habe dir angerufen von einer Unternehmung mit Sitz in London. Mhm. Wir sind Universal Trade. Ja. Also, wir sind eine Plattform, das arbeitet in 5 großen Online-Märkten. Mhm. Unsere Experten machen jeden Tag Vorhersage und Analyse über die Preise. Vorhersage. Also, wie bitte? Vorhersage. Vorhersage, ja. Wie geht und, und Analyse über die Preise von Online-Märkten. Wie geht das mit der Vorhersage? Also, unsere Experten machen Vorhersage ja, und wann du willst, du kannst investieren und dann Geld gewinnen natürlich. Ja, wie geht das mit der Vorhersage? Also, wir machen Vorhersage über die 5 großen Märkte online. Hast du früher gehört über Cryptocurrencies wie Bitcoin, Forex ja. und so? Forex ja. und Rohstoffe, Aktionen und aha. Indizes. Ja. Also, du kannst investieren in Aktionen in Amazon oder andere Firmen. Ja. Also, wir können zusammen offen einen Account bei unserem Unternehmen und dann unsere Experten würden dir helfen, wo du sollst investieren. Also, du kannst machen ein Investieren in eine Kurzzeit oder Langzeit. Ja. Also, bist du bereit, so offen ein Konto mit einem Minimum 250 Euro und dann du hast da die 250 Euro zum Investieren. Ja, können wir offen... Hast du eine Desk da? Was ist denn das? Anydesk ist eine Applikation, das du kannst downloaden von hast du Personalcomputer oder bei Handy? Was? Hast du einen Personalcomputer? Ist denn das?
Du musst download Anydesk. Muss ich. Anydesk ist eine Applikation. Was macht man damit? Ja, kannst du jetzt machen und wir können zusammen offen ein Konto. Und was macht man mit dem Programm? Du öffnest die Konto und dann kannst du investieren und unsere beste Experten würde dir sagen, wo du soll investieren. Mhm. Also erste Mal wir öffnen ein Konto mit einem Minimum 250 Euro und deine Geld sind in deinem Konto 250 und wir würde dir geben einen Bonus 50 Euro. Aha. Also du gemeinsam du hast 300 Euro dann. Mhm. Ja, kannst du download Anydesk bitte? Was macht das Programm? Download Anydesk ist eine Applikation. Und was macht das Programm? Wir können zusammen offen die Konto bei Anydesk. Wir können zusammen machen diese Konto. Verstehe ich nicht. Download Anydesk bitte. Ja, was ist denn das? Ich hätte gerne mal eine Erklärung. Anydesk, dann wir haben beide zusammen Screen. Was ist das? Hast du deine Handy da? Ich hab sie nicht verstanden. Kannst du download Anydesk? Ist eine Applikation. Na, sobald ich weiß, was das ist. Ich kann dir schicken bei WhatsApp. Benutzen Sie WhatsApp vielleicht. Was denn mit dem Programm Anydesk? Wozu Anydesk. Ist das gut? Ja, ist eine Applikation. Und wozu ist das gut? Und ja, du kannst offen einen Account von da. Also geht nur damit. Wir müssen zusammen machen, weil ich glaube, du kannst nicht selbst machen, diese. Warum nicht? Ja, aber kannst nicht. Ich weiß besser, wie soll wir machen das. Ja? Anydesk ist eine Verbindung mit meinem Computer und deinem Handy. Aha. Ja, das ist der Grund, warum sollst du download diese Applikation. Und wozu brauchen wir das? Du brauchst eine Desk zum Verbindung unsere Computer. Aha. Meine und deine. Ja. Also gucke ich dann auf ihren Computer drauf. Computer oder Handy? Kein Problem. Okay, und wie geht das? Dann wir zusammen offen die Konto bei Easy Crypto. Easy Crypto. Ja, Easy Crypto for you. Und jetzt? Herr Steiner, ja? kannst du mich hören? Schlecht, ja. Hast du download Anydesk? Ich kann dir schicken bei WhatsApp, wenn du kannst nicht gefunden. Ja. Benutzen Sie WhatsApp, dann schreib dir da. WhatsApp ist unseriös. E-Mail. Sowas habe ich, ja. Okay, dann bitte, kannst du suchen Anydesk in Applikation Store? Wo? In deine Handy. Anydesk. Handy? In deine Handy. Anydesk. Bitte. Und wozu im Handy? Hallo, Herr Stein. Ja, hallo. Bitte, kannst du download diese Applikation Anydesk? Wo mache ich das? App Store. Wie kommt man dahin? Hallo, hallo. Bitte, Herr Steiner. Ja. Kannst du gehen bei App Store in deine Handy? Ja, und download Anydesk. Was ist App? App Store. Kenn ich nicht. Schau mal, ist in deine Handy. Wie soll das da drin sein? Verstehe ich nicht. Herr Steiner. Ja. Du musst download Anydesk. Und haben wir können bereits zusammen. Mehrfach gesagt, ja. Anydesk. Download bitte. Ja, aber wo? Sucht Anydesk. Wo denn? Wo du willst. In Explorer, Internet, in Google. Anydesk. Soll ich bei Google eingeben? Ja, Anydesk. Ja, dann gebe ich das bei Google ein. Ja, Anydesk. Wie schreibt man das? Anydesk. Mit Y? Oder mit ja, I? Ja, mit Y. Mhm. Hast du besuchen? Was? Hast du sucht? Was? Hast du gefunden? Nee. Wieso? Warum nicht? Wie sieht das aus? Anydesk, bitte. Wie schreibt man das genau? Ja. Wie schreibt man das genau? Hallo? A-N-Ü, bitte. Desk. A-N-Ü? Ü-Desk.
A-N-Ü. Und dann? D. E. Also ein L und ein E, ja. E. Söcke. Was? S-Kai. S-Kai. Also A-N-Ü-E-E-S-K-A-I. K. Okay. Dahinter, ja, bist hab ich? Okay, bist du. Sut. Was? Hast du gefunden? Nee, ich glaub nicht. Also A-N-Ü-E-E-S-K-A-I-K. Anydesk, Mann. Anydesk. Hab ich so geschrieben, wie sie wohl studiert haben. Es ist ein Applikationen mit roter Farbe. Ich bin jetzt hier bei Google. Ja, besuch ja. Bitte. Was? Schreib Anydesk. Da müssen Sie nochmal buchstabieren. Anydesk, Mann. Schreib Anydesk bei Google. Und ja, dann wie schreibt man das? Lev. Was? Wie schreibt man das? Herr Gerold. Herr ja? Gerold. Macht du Spaß oder was? Können Sie mich lachen? Ja, aber du machst Spaß. Also. Kannst du nicht verstehen, Anydesk. Applikation. Ja, ich kann das ausländische Wort nicht schreiben. Ich kenne das nicht. Dann müssen Sie buchstabieren, richtig. Ah, Mann. Besuch bitte bei Applikation. App Store. Geh zum App Store. Was Handy hast das denn? Du? iPhone. Ich soll zur Apple gehen, oder wie meinen Sie das jetzt? Helfen die da denn? Wo hast du Download andere Applikationen? Im Apple Store. Oder ja, wie meinen Sie das jetzt? Geh bei Apple Store, bitte. Okay, rufen Sie dann nochmal an, wenn ich dann da bin, oder sind Sie da vor Ort? Geh bei Apple in Berlin Store, dann, bitte. Oder wo? In Berlin im Apple Store. Apple Store. Ja. Geh bei Apple Store und download Anydesk. Welchen Apple Store? Der auf dem Kurfürstendamm? Es ist bei deinem Handy. Verstehe ich nicht. Ich auch. Kann ich dir verstehen. Ich dachte, ich soll jetzt auf Google eingeben. Ja, wo du willst. Bei Google oder bei Apple Store. Ja, zum Apple Store müsste ich halt jetzt erst hinfahren. Wo du willst. Egal. Du kannst gefunden, Anydesk. Google, Apple Store, wo du willst. Also soll ich jetzt zum Apple Store fahren, oder wie? Ja. Nach Berlin. Nach München, Regensburg. Das ist zu weit. Wo bist du? Welche Stadt? Für Berlin. Berlin? Ja. Ach so, was machst du in Berlin? Gay Parade. Was? Gay Parade. Was ist das? Ja, bitteschön. Was ja, denn? Hallo. Guten Tag. Ja. Was denn? Ich bin gerade mit Herr Luis Jons. Das ist der Vorname, ja. Ja, das hat ich auch gemeint. Ich wollte kurz mit Ihnen unterhalten über eine Anmeldung, was Sie gemacht haben, über Online-Trading. Welche Anmeldung denn? Wann denn? Über Trading Online. Ja, und wann? Das war vor 3 Tagen. Nee, das kann nicht sein. Kann sein. Nee, kann nicht sein. Interesse gezeigt haben am Trading auch. Ja, aber vor 3 Tagen kann nicht sein. Nein, meinte ich, das kann sein, dass Sie früher Trading gemacht haben und Interesse gezeigt. Ja, aber wieso sagen Sie denn vor 3 Tagen? Das stimmt doch gar nicht. Kann sein, habe ich gesagt. Ich hab nicht ja, aber gesagt, ich habe ja nach einer richtigen Antwort gefragt, nicht nach kann sein. Ja. Ja. Richtige weiß ich noch nicht alles. Ach so, also scheißen Sie auf Datenschutz. Wie bitte? Also scheißen Sie auf Datenschutz. Nein, ich scheiße nicht auf Datenschutz, okay? Ja, aber es interessiert Sie ja nicht, wo Sie die Daten herhaben. Ich habe Ihnen gesagt, das kann sein, dass Sie Interesse gezeigt haben für ein Trading. Es kann sein, also wissen Sie es nicht mal genau. Ja, die Einzige, wo ich weiß, ist, dass Sie früher Trading gemacht haben und eine Kapital verloren. Das ist schon mal nichts, weil das stimmt ja nicht. Das stimmt, das können nee. Sie nein sagen, weil schaue ich um dem System. Ja nicht, und nur weil es dabei geht, stimmt das ja Sie nicht. Sie haben so mit Standardüberweisung bei englischer Bank eingezahlt. Auch. Nö, nicht. Sie können nein sagen, das macht mich keine Sorge natürlich, weil die sind ihre Geld und wenn sie nicht verantwortlich für ihr Geld sind, sind sie einfach so ein Mensch und ich respektiere ihnen normal. Aha, also interessiert mich das gar nicht, Sie machen einfach weiter da in Ihrem Programm. Das Kapital, was ich früher verloren habe, wo ja, habe ich ja nicht. Wie? Ja, ich habe ja nichts verloren, habe ich doch gesagt.
Wohl, das Geld von 55.000 wollen Sie nicht mehr, keinen Cent haben. Ja, habe ich ja nicht investiert, also kann ja auch nichts verloren gegangen sein. Also dementsprechend stimmt die ganze Geschichte ja nicht. Okay. Sie wissen, wenn Sie spielen wollen, es macht mich nicht nervös oder sauer oder traurig. Also finden Sie das ein Spiel, die Menschen am Telefon zu belügen und zu betrügen? Nein, das ist keine Belügung und keine Betrügung. Na doch. Weil Sie denken das so... Das stimmt ja nicht. Ich denke ja nicht so, ich weiß ja, dass ich nichts eingezahlt habe. Sie haben eingezahlt, habe ich ja auch gesagt. Nee, habe ich ja nicht gemacht. Bank. Warum wollen Sie mir einlügen, bitte? Naja, Sie lügen doch. Ich lüge Ihnen, vor was ich lüge, genau. Sagen Sie mir. Eingezahlt hätte, das stimmt ja nicht. Warum spielen Sie so dumm? Das ist dumm spielen. Sie spielen doch dumm, weil Sie tun doch so, als hätte einer eingezahlt. Das stimmt ja gar nicht. Okay, loggen Sie bei Ihrer Bank und ich schaue, wenn Sie nicht eingezahlt haben, ich schenke Ihnen, was Sie wollen. Keine Sorge. Bei einer Bank, das hat ja damit nichts zu tun. Weil die Transaktionen sind von Ihrer Bank gegangen. Nö. Dann wissen Sie ja auch die Banknummer, dann können Sie mir die ja erzählen. Nein, die Banknummer weiß ich nicht, ach, weil gucke. Bekomme ich erzählen nicht. Erzählen mir was, aber haben wir gar keine Antwort dazu. Ist ja peinlich. Wie bitte? Ist ja peinlich, sage ich. Was ist das peinlich, bitte? Sowas glauben Leute, ja? Da fallen wirklich Leute drauf rein? Manche ja, manche nein. Ist ja traurig. Schauen Sie, zum Beispiel... Ein Hurensohn wie Sie, wo war wie schlau und das ganze Leben ist am Arsch gefickt wegen die Betrüger und jetzt am Ende will sie schlau machen. Aha. Weißt du? Du bist so einer. Ach so. Gefickt ganze Zeit von die Betrüger, weißt du? Ja. Schön. Bei mir klappt nicht, das ist scheißegal. Aha. Sie haben mit deinem Geld, weißt du, gefickt, alles gekauft, was die gebraucht haben. Schön. Und sie jetzt denken, oh, ich hab nicht, du hast eingezahlt und nicht einmal. Du hast vielmals eingezahlt. Das ist ja witzig. Das ist witzig, weil sie wollen nicht dann runtergehen und die Wahrheit akzeptieren, okay? Weil ich bin vielleicht ein Betrüger. Aber ich akzeptiere, dass ich Betrüger bin. Weil ist mein Job, also mir ist scheißegal. Aha, naja, aber da muss auch akzeptieren, dass das jetzt hier alles auf YouTube landet, ne? Und alle das hören. Ja, und sollte ich noch was sagen, dass ich fick dich und deine Mutter und diese, was die Leute hören. Kannst du okay. Das aufnehmen? Ja, ist klar, ist mit drauf. Können wir so drin lassen. Dann wissen wenigstens alle, was da für Firmen anrufen und was da für Menschen eigentlich so sitzen. Ja, ich fick dich und die Menschen, wo das die hören. Okay. Kein Problem. Hast du keine Angst, mal irgendwann damit im Knast zu landen? Du kannst nur mich mit deinem Polizeischwanz stutzen. Und mit deinem YouTube auch zusammen. Ja. Also wir können da ein Thread in Group machen. Ja. Naja, dann wissen die ja jetzt auch. Aber zuerst lassen Sie den Hauptkommissar mir zu blasen. Ja. Okay. Und dann kann ich auch. Deine Frau. Das macht mir keine Angst. Ja, das merke ich. Ja, höchst interessant. Tja. Aber willst du nicht mal irgendwann was anstellen? Keine Sorge oder kein Problem. Weißt du? Ja, aber so richtig viel kann man ja da scheinbar nicht verdienen, weil ihr ruft ja immer wieder an. Ich habe ja immer die gleichen Kakerlaken an der Leitung. Scheint ja nicht so zu laufen. Verdienst du Geld am Internet? Was? In YouTube. Verdienst du Geld mit das Gespräch? Ja, na klar. Das ist gut. Ja. Hast du einen guten Weg gefunden. Freue mich. Richtig, aber ich bin nicht gegen. Ja. Mir macht Spaß, meinen Job zu machen. Mir macht Spaß, Schwanz bei Leuten zu lutschen und Stimme zu nehmen. Und dann später gehen in die Toilette und wichsen mit Stimme von den Leuten, weil du bist ein Schwuchter, weil du bist ein Deutscher natürlich. Ja. Und dann sind Schwuchter. Okay. Na, du kannst alles aufzeichnen. Ja, genau. Dann wissen wir ja Bescheid. Super. Es ist mir scheißegal komplett. Ja, merke ich. Sag mir deinen Kanal YouTube, damit ich auch schaue und höre meine Stimme. Nö. Aber ja, natürlich, du hast keine. Ja. Sag mir, ich will selber das, was ich gesagt habe, hören. Gib mir den YouTube. Warum hast du so viel Angst? Weil du keine Eier hast. Okay.
Du bist kein Mann, oder so. Nee. Aber wie kann man denn schwul sein, wenn man kein Mann ist? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, aber wie kann man denn schwul sein, wenn man kein Mann ist? Wie geht denn das? Du bist schwul. Man merkt sofort, Mann. Ja, aber... Was du machst, merkt sofort, Mann. Passt ja alles nicht so ganz, was du da so sagst. Was du... Ihre Stimme zuerst. Ist auf jeden Fall sehr interessant, was ihr da so für eine Arbeitseinstellung habt. Aber hat mir Spaß gemacht. Okay. War, ich will nur das hören. Sag mir deinen YouTube-Kanal. Nö. Warum nein? Ich helfe doch dir nicht mit dabei. Aber ist da meine Stimme? Du musst ein bisschen gucken. Irgendwann wirst du das schon finden. Wenn deine Deutsche will mir wie schlau machen, weißt du, ich will mich toten. Ich schwöre dir, weil dir seid so dumm. Ja. Und so Hurensohne. Und so. Was führt dich zu dieser Aussage? Wie bist du denn da drauf gekommen? Das ist so Hochdeutsch und ich verstehe das nicht. Mhm. Sag so. Warum? Sag mal nichts. So, sprechen Sie mit mir nicht so Hochdeutsch. Mhm. Wie soll ich denn sonst sprechen? Ich beantworte, keine Sorge. Aha. Reden Sie. Ich finde das ja traurig, was du da so machst. Du findest das traurig? Ja. Ich nicht jeder wie du. Weißt du? Ja, man könnte doch einfach was Vernünftiges machen. Einen anständigen Job. Mir ist egal, was du sagst. Du bist schwuchter, Digga. Das ist ja nicht schlimm. Naja, natürlich. Für dich Arsch, dein Arsch zu fegen ist nicht schlimm, weil du schwuchter bist. Ja, und? Ja, wie und? Weil du hast Gesicht, da hast du kein Gesicht. Das, was du machst, damit dein Arsch zu ficken, ein Mann Arsch zu ficken, das heißt, du hast kein Gesicht. Wie gehst du vor deiner Mutter und du fickst deinen Arsch? Weißt du, was du bist? Du bist dein dreckiges Schwein. Ach so, ja, aber meine Mutter hat damit kein Problem. Die findet das auch gut. Ja, natürlich, weil die ganze Familie ist scheiße wie du. Du kommst von einer scheiße Familie. Ja, kann sein. Das kann. Oder was hat zu tun die Mutter? Mutter hat nichts zu tun. Tut mir leid wegen die Mutter, weil die hat. Ach so. Ist nicht schuld. Es tut mir leid wegen die Mutter, weil die hat nichts zu tun mit dieser Sache. Ja, aber hast du ja die ganze Zeit schon beleidigt, die Mutter, ne? Nein, die Mutter habe ich nicht. Dich habe ich beleidigen. Ach so. Ja, aber trifft mich ja nicht. Natürlich. Ja, aber du hast kein Gesicht. Wenn ein Mann kein Gesicht hat, ist normal. Mhm. Okay. Das war auf jeden Fall interessant. Keine Sorge. Hat mir Spaß gemacht. Mhm, merkt man. Ja, scheißegal, weißt du. Hast ja einen sehr erfüllenden Job da bei dir. Wie? Ich sage, du hast dann wohl einen sehr erfüllenden Job. Was heißt das nochmal, oh mein Lieber? Naja, dass sich der Job da scheinbar erfüllt. So mit dem, was du da machst, dass du das da auch in Ordnung findest und gut findest. Ja, ich finde das sehr toll. Mhm. Und wie viel verdient man da so im Monat? Genug. Ach so. Genug. Mhm. Schwanz zu spielen, wo du willst. Ach so. Weißt du? Ja. Genug. Einfach sitzen und Leute wie du verarschen. Ja. Deine Lärm natürlich. Ach so. Naja, wenn das erfüllt, dann bitteschön. Okay, ich habe gleich eine Wichser jetzt, einen Termin. Ja. Ich muss ihn anrufen. Okay, also willst du den nächsten jetzt abzocken? Natürlich. Ach so, okay. Na dann. Ciao. Ja, tschüssi. Hat mir Spaß gemacht da. Und mach das schneller, ja, damit ich das höre. Ja, wird bestimmt ein gutes Video. Tschüssi. Ja, tschüssi. Fick deine Mutter nochmal. Was doch. Guten Tag. Ja, guten Tag, Monika ist mein Name, Firma Geberich. Ja. Es ging um Ihre Bestellung. Sie haben Erythronaktiv bestellt auf unserer Webseite. Ist das richtig? Ja. Haben Sie es? Ja, gut. Hier fehlt Ihre Adresse, steht nur der Name und keine Info mehr. Sagen Sie bitte, das ist aber Ihre erste Bestellung, oder? Ja, na klar. Die erste Bestellung. Dann natürlich, Sie bekommen noch eine vernünftige Beschreibung, unser Hotline-Nummer, E-Mail-Adresse und eine Garantie. Ja. Und heute ist ja Samstag, dann das Paket kommt circa in 2-3 Arbeitstage.
Es kommt mit DHL und Sie können entweder per Nachname bei mir halt bezahlen oder per Vorkasse. Wie möchten Sie das gerne haben? Per Nachname. Ja, gerne, gerne. Sonst, wie gesagt, alle Papiere, alle Unterlagen bekommen Sie auch mit dem Produkt. Sagen Sie bitte aber Produktinfo, wie muss man das Produkt richtig einnehmen? Haben Sie schon gelesen, oder? Nee. Haben Sie nicht, ja? Auf jeden Fall, wie gesagt, eine vernünftige Beschreibung bekommen Sie auch. Hauptsache, das ist ein Naturprodukt. Das Produkt enthält keine Hormone und keine chemischen Inhaltsstoffe. Und Sie sollen genau 3 Kapseln pro Tag einnehmen. Ja. 2 am Vormittag bitte, die dritte am Abend. Und nicht mehr als 3 Kapseln pro Tag bitte. Mehr als 3 Kapseln pro Tag ist ein bisschen zu viel, zu anstrengend für den Körper. Und das Produkt funktioniert sehr vernünftig. Das heißt, erst also die Blutzirkulation in kleinen Becken kommt in Ordnung. Und dann ungefähr ab 4., 5. Tag, sie bekommt die erste richtige Erdung. Ja, zwischendurch Körper, Tag zu Tag, es wird stärker. Sie bekommen mehr Power, mehr Stärke. Sonst, Herr Panther, also eine Packung des Mittels enthält 30 Kapseln, das reicht für 10 Tage. Aber wir empfehlen das Produkt therapiemäßig einnehmen. Es gibt kleine und große Therapie. Mit kleiner, mit 5-wöchiger Therapie, Sie bekommen ca. plus 20 bis 30 Minuten Zeit vor Erektion und der Geschlechtsorgan wird auch merklich härter und fauler beim Geschlechtsverkehr. Und die zweite Variante, das ist stärkere Variante, das ist 2-Monat-Therapie. Mit dieser Therapie, Sie bekommen maximale Ergebnisse, wie in Werbung steht. Ja? Ja. Und sonst, wie gesagt, eine Packung enthält 30 Kapseln, das reicht für 10 Tage. Und eine Packung kostet 49 Euro. Und die kleine Therapie, 5-wöchige Therapie, besteht aus 4 Packungen. Man muss nur die 3 bezahlen und nur 45 Euro pro Packung. Die 4. Packung sowieso bekommen Sie gratis und Versandkosten ist auch frei. Das bezahlen wir. Ja, dann nehme ich 14 Packungen. Diese, ja. Oder wie gesagt, falls Sie maximale Ergebnisse erreichen möchten, dann 2-Monat-Therapie passt besser, das sind 6 Packungen, man muss nur die 4 bezahlen und nur 40 Euro pro Packung. Noch 2 Packungen bekommen Sie gratis. Das heißt, die kleine Therapie, die 3+1, kostet 135 Euro und Versandkosten ist auch frei. Und die große, 4+2, 160. Sagen Sie bitte dann, möchten Sie die kleinere oder größere Variante bestellen? Na, dann nehme ich 4-mal die große Variante. Die größere Variante, ja, 2-Monat-Therapie. Aber das heißt also, die große Therapie dauert 2 Monate. Bitte, Sie sollen das Produkt intensiver nehmen, jeden Tag, 3 Kapseln pro Tag, wie in Beschreibung steht. So kriegt der Körper genug Zeit und selber das Produkt kriegt auch genug Zeit. Ja, ja, muss man aber 4-mal bestellen. Bitte? 4-mal. Mhm. Ja, also die 3+1 meinen Sie für 135 oder 4+2 für 160? Die 4+2 möchte ich 4 plus 2, ja. Ja, gerne. Sonst, Herr Panther, also wie gesagt, Versandkosten übernehmen wir, das bezahlen wir und Sie möchten per Nachname haben, ja, wie ich verstanden habe. Ja. Und aber ich brauche noch Ihre Lieferadresse. Können Sie bitte erst die Postleitzahl sagen? Ja, ist die 12055. So, das ist auf jeden Fall in Berlin, oder? Ja, na klar. Mhm. Und die Straße bitte? Das ist die Grünwalder Straße 17. So, einen Moment bitte. Und die Hausnummer 17 hier? Ja. Grünwalder Straße, oder? Ja. Mhm. Einen Moment bitte. So, Grünwalder Straße, in einem Wort geschrieben, oder? Grünwalder Straße und die Hausnummer 17. Ja, jetzt habe ich, vielen Dank. Und dann also, und die Hausnummer 17, ja, das ist ja genau in Berlin, meinen Sie? Mhm. Mhm. Gut, dann also, sonst das Paket kommt in nächste Woche und alle Papiere, alle Unterlagen bekommen Sie auch. Sagen Sie bitte, aber hatten Sie vielleicht noch Fragen? Na, wie viele Packungen haben Sie jetzt insgesamt aufgeschrieben? Also, Sie hatten sich für die große Therapie entschieden, ja? Die 4+2, 2 Packungen bekommen Sie gratis. Sie sollen nur, 4-mal. Sie sollen nur,
wie gesagt, 4 Packungen bezahlen und nur 40 Euro pro Packung, noch 2 Packungen bekommen Sie gratis. Das ganze Paket dann 4-mal. Ah ja, also einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Mhm. Das macht 640 ja. Euro und Anna, Entschuldigung. Okay. Ja, genau, das sind 640 Euro. Mhm. Genau, und einen Moment bitte. Dann gehe ich gleich zur Bank und hole schon mal das Geld. Einen Moment bitte. Und das heißt, also, und das macht. Insgesamt, einen Moment bitte. Mhm. 24 Packungen, ja? Also das heißt, genau. Und darf ich noch Ihre Adresse überprüfen? Können Sie bitte noch mal die Postleitzahl sagen? Hier ist ein bisschen... Das ist die 12055. 12055, ja? Mhm. Einen Moment bitte. Ja. In Grünwälder Straße meinen Sie, ja? Und die Hausnummer 17. Aber und das ist sicher in Berlin, meinen Sie, oder? Ja. Einen Moment bitte. So, ich wiederhole mal kurz, die Postleitzahl lautet 12165 Berlin und Grünwälder Straße, Hausnummer 17. Ist das richtig? Nee. Aber hier, also in Google, ich kann, also Sie meinen 12055, ja. Aber unter diese Postleitzahl gibt es keine Grünwälder Straße. Nö, es war relativ neu. Die haben sie ja hier gerade erst gebaut, die Häuser. Bitte? Ich sage, die Häuser haben sie hier gerade erst gebaut, neu. Ah, Vielleicht deswegen. Und Grünwälder Straße und Hausnummer 17, ja? Einen Moment, bitte. Mhm. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss das doch nochmal überprüfen und schauen. Ja? So, ja, jetzt habe ich also die Postleitzahl laut 12055 Berlin Grünwälder Straße, ja, und die Hausnummer 17, meinen Sie, ja? Genau. Okay, also sagen Sie bitte, möchten Sie das Produkt für Ihr Patienten also so viel bestellen, oder? Nee, schon mal als Vorrat, weil kommt doch bald Blackout. Bitte? Wegen dem Blackout soll man sich ja bevorraten. Mhm. Also für sich selber meinen Sie, oder? Ja. Mhm. Okay, ja, dann also, Sie bekommen 4-mal diese Therapie. Oder können Sie vielleicht per Vorkasse bezahlen? Das ist viel sicherer. Wir können nicht also so eine große Menge einfach so schicken. Was meinen Sie mit Vorkasse? Mit Vorkasse, das heißt, ich kann Ihnen einen Link für die Bezahlung schicken, für Kreditkarte, PayPal oder Twint. Sie können es bezahlen, dann schicken das Produkt automatisch los. Aber ich habe keine Kreditkarte und kein PayPal. Mhm. Okay. Und Sie möchten das per Nachname haben, ja? Wenn das nur so geht, dann ja. Mhm. Okay. Okay, gut, dann machen wir das. Also sonst, wie gesagt, ich sage Ihnen genau, Sie bekommen 24 Packungen. Das macht, ich sage Ihnen jetzt genau.
Und das macht 640 Euro. Mhm. Ja? Und Versandkosten ist auch frei. Ja, okay. Ja. Gut, dann also, sonst sagen Sie bitte, aber hatten Sie vielleicht noch Fragen? Nee, sonst nicht. Auf jeden Fall, Sie bekommen noch alle Papiere, alle Unterlagen. Ja, mhm. Und nach dem Lieferung, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ja, für uns auch sehr wichtig wissen, ob wir alle Packungen bekommen haben. Ja. Ja? Gut. Und Ihr Name steht auf dem Klingel, oder? Ja, genau. Das ist da alles so wie eingetragen. Mhm. Okay, gut. Ja, dann sonst, ich bedanke mich, ja, und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Tag noch. Ja, vielen Dank für Ihre Bestellung. Supi, tschüss. Ja, danke, auf Wiederhören, tschüss. Hey, das war es leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. In der nächsten Woche geht's schon weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gern einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, abonniere natürlich auch noch den Kanal, am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn ein neues Video auf dem Kanal veröffentlicht wurde. Du siehst jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl auf dem Kanal. Schau auch hier gerne mal vorbei. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.